Hallo und herzlich willkommen zurück zu Evoland. So, dann wollen wir mal schauen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Mal hier reingucken, da ist nichts mehr. Nee. Bevor ich da reingehe. Ah, ich weiß es nicht. Ne, wir haben ja gespeichert. So. Ah, hey! Du mal wieder! Er hat meine schönen Töpfe zerschlagen! Ich möchte diese Töpfe! Oh! Ich erkenne euch! Ihr habt meine Geisterfreunde aus dem Wald vertrieben! Jetzt, wo ich neue Freunde habe, wollt ihr mir die fortnehmen? Ich glaube euch nicht. Wie ich sehe, bleibt mir keine Wahl. Ich muss euch loswerden. Oh, 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 oh. Au. Lass die mal. Alter. Ich lass die mal hier kurz liegen und dann. Na, wie gefällt dir das? Hm? So, geschickt ausweichen. Okay. Oh, bleib easy. Alles cool. Oh, 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 oh. Langsam wird's mir zu viel. Okay, 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 okay. Noch was? Okay. Okay. Ein Schlag, ey. Peace. Hey, niemand wollte was Böses. Ihr seid einfach zu stark. Tut mir leid, Freunde. Ich konnte euch schon wieder nicht beschützen. Aber wir wollen doch nicht eure Freunde angreifen. Sie sagt die Wahrheit. Wir brauchen nur eure Hilfe. Ihr seht stark genug aus, um den Felsbrocken von Meilenbrücke zu entfernen. Den Felsbrocken? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr habt uns zuerst angegriffen. Ja. Meine Güte, da habt ihr wohl recht. Verzeiht mir bitte. Ich dachte nur... Nicht doch, ich habe zu danken. Nach unserer Begegnung habe ich meine Meinung geändert. All
ich so lange allein gelebt habe, habe ich beschlossen, ein paar echte Freunde zu finden. Am Ende sind Menschen gar nicht so übel. Diese Geschichte mit den Geistern ist ewig her. Wie auch immer. Für euer Alter seht ihr echt gut aus. Nee, Frau. Falls ihr ein paar Tipps habt, wie ihr eure zarte Haut bewahrt, ich wäre vielleicht interessiert. Ich bin zwar kein Mensch, aber ich bekomme langsam Falten und... Hey! Ich bin noch jung! Können wir uns das dringende Problem kümmern? Ich will mein Volk finden. Also müssen wir diese Brücke überqueren. Leider fehlt mir die nötige Kraft dazu. Aber seid nicht... Aber seid ihr nicht ein Dämon? Ja. Vielleicht könnte ich euch ja helfen. Seht es als Entschuldigung dafür, dass ich euch angegriffen habe. Wir Hüter sind in der Lage, unser Mana zu nutzen zu machen. Mana? Das hat mein Papa mal erwähnt. Es ist eine Art natürliche Energie. Es wohnt allen Lebewesen inne, aber in großen Mengen kann es gefährlich werden. Ja, so ist es. Es heißt, man kann mit dem Mana die Stärke eines Dämonen erhöhen. Wie wär's, wenn ich euch meines gebe? Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Mana! Natürliche Lebensenergien garantiert 100% nachhaltig. Ist erledigt. Ich hoffe, es hilft. Geht jetzt. Ich muss mich um einen Zauber vorbereiten. Der Kampf hat mich ausgelaugt. Es ist schon lange her, seit ich so viel geschwommen bin. Vielleicht sollte ich mir mehr Bewegung verschaffen und ein bisschen abnehmen. Ja, da ist also auch ein Hüter. So wie der, dem wir in meiner Zeit im Wald begegnet sind. Ich frage mich, ob sie irgendwas mit der Magie zu tun haben. Habt ihr das gehört, Solutznil? Wir müssen hier eine Person finden, die uns helfen kann, das Mana zu verwenden. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt passiert ja nichts mehr. Ich kann ja jetzt rausgehen. Aber... Wie komme ich da rüber? Komme ich da jetzt schon rüber oder muss ich warten? Ich kann ja hier nicht durch. Da gibt es auch keine Wege für mich. Also... Läuft alles darauf hinaus. Schon wieder zu zuckhaft. Es läuft alles darauf hinaus, dass wir später nochmal herkommen müssen. Nicht vergessen. So. Ich weiß nicht, wie ich sitzen soll. So. Geht das? Schauen wir mal. So. Weil sie den Chef sucht, der hat leider einen schlechten Tag. Er ist davon gemacht und sich in seine... Achso. Genauso wie Fliegen. Anderes Viehzeug, was hier so rumkriecht. Ach, das hatten wir ja schon mal probiert. So, oh, das denn hier, das dann da. Raus. Also wir müssen jemanden finden, der uns das Mana in Prolik einführen lassen. Bibi? Geil.
eine Hexe? Ach, was für ein netter junger Mann ihr doch seid. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Was soll ich damit tun? Bündeten wecken. Wisst ihr, warum ihr mich da bittet, mein kleines Pfirsichtörtchen? Erstens kann ich mit der Erweckung erst fortfahren, wenn ihr mir genügend Mana bringt. Mana ist die Lebensenergie extrem seltenes Zeug. Hab ich? Und selbst dann stirbt die auferweckte Person, wenn sie die Erweckung nicht akzeptiert. Geh mal hier. Mama? Guck mal. Mama? Hallo. Es kommt nicht oft vor, dass man auf dieser Seite der Brücke jemanden begegnet. Früher nannten wir sie die Mayenbrücke, aber vor 100 Jahren stürzte ein Felsbrocken herab und blockierte sie. Bisher ist es niemandem gelungen, ihn zu entfernen, aber nach dem Ende des Krieges wollte ohnehin niemand mehr Dämonia kommen. Wie dem auch sei, ich bezweifle, dass es jemals einem Menschen gelingen wird, diesen Felsbrocken zu zertrümmern. Klar, unser Boss ist zäh genug, um diese Felsbrocken zu zertrümmern. Aber ich sag euch, er ist stur wie ein Bock. Kaum je verlässt er den Spukwald. Man müsste ihn schon zwingen, diesen Klotz zu bewegen, aber das würde niemand wagen. Jeder würde vor Angst die Flucht ergreifen. Der Hund bewegt sich. Aber im tiefsten Grunde seines Herzens ist er ein netter Kerl. Das mag ja alles sein, aber... Soll ich hier jetzt jemanden finden, der diese neue Fähigkeit beibringt? Zertrümmerer oder was auch immer. Gib dich hin, Hund. Ob hier jetzt jemand ist? Hier was Neues? Wo dann? Was übersehen? Sein. Was frage ich dich? Ernsthaft, zumindest. Ist ja nicht mehr. Nicht mehr, wenn ich die jetzt zerstöre. Ich will auch schwimmen können, dass ich durch Pfützen hier paddeln kann. So, ja, Baby macht's doch.
Ihr habt etwas Mana ausgegraben. Fangen wir mit dem etwas kräftigen Gebautem an. Er ist das ideale Versuchskaninchen. Aufwerten von Kräften. Prologs Kraft hat Stufe 2 erreicht. Ihr könnt euch länger konzentrieren, um einen noch mächtigeren Angriff zu entfesseln. Nice. Was kann ich für euch tun, Zuckerschnäuzchen? Jetzt gerade nichts. Ich bin gerade glücklich. Du nicht, wahr? Schauen wir mal, was wir jetzt alles machen können. Können wir schon mal aufladen? Ja. Da war der Schall wieder schneller. Wie das Geräusch. Ah, jetzt bin ich ja unten. Kann ich jetzt meine Waffe machen? Schaut mal. Schaut euch das an. Dreckiges Ödland. Was ist hier passiert? Wo ist mein Dorf? Meine Eltern? Meine Freunde? Alles weg. Ich hatte ja einen Verdacht, aber jetzt habe ich Gewissheit. Das hier ist nicht unsere Zeit. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Versuchen wir es in Genua. Dort sollte uns jemand sagen können, was hier los ist. Die Wirkungen eines Krieges. Alles trübselig. Traurig. Unter dem Schwefelgeruch der Geschosse legt sich die Menschheit nieder. Oh, hi. Unsere Familie ist seit Generationen arm, aber früher konnten wir zumindest die Sonne sehen. Jetzt wird alles mit Smog betrieben und der Rauch verdeckt die Sonne und alle werden krank. Die einzigen, die immer reicher werden, sind die Händler. Und was haben wir davon? Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Tochter. Mutti macht sich große Sorgen, sind alle Erwachsenen so? Und um die Kinder? Tja, will ich hoffen. Dass ihr euch alle Sorgen um eure Kinder macht. Wer Kinder macht, hat Verantwortung. Als ich klein war, habe ich mich immer mit meinen Freunden in der Kanalisation versteckt. Dort wimmelt es vor Ratten und anderen ekligen Dingern, aber was hatten wir Spaß. Doch seit der großen Katastrophe habe ich einfach die Lust am Leben verloren. Das kriegen wir wieder hin. Ach, mein Liebchen, eines Tages werde ich euch weit von Smogabgasen fortbringen. In Nymphenwald, wo die Zeit stillsteht, dort wird unsere Liebe ewig wärmen. Ach, wie romantisch. Ich würde aber lieber auf den erstarrten Kontinent wandern gehen, wo nur unsere Liebe unsere von Frostbullen übersäten Körper wärmt. Uff. Ich bin euer getreuer Ritter. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ach, mein Liebling. Ach, mein Zuckerschnäuzchen. Wie wär's, wenn ich meine Mutter einlade, mitzukommen? Oh.
ist, wenn ich die ganze Sache vergesse. Richtig geantwortet. Richtig. Klar, nimm deine Mutter mit. Oh, Alter, ist der hohl. Oh, alles ankrabbeln. Man weiß ja nie. Gold. Ein bisschen was. Hallo, wir verkaufen jede Menge hochwertige Produkte, alle mit der Kraft von Smug hergestellt. Sucht euch etwas aus. Das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld ich habe. Ist egal. Ja. Ihr wollt ihn nicht zu fest anziehen. Verstehe. Er gibt Verteidigung. Stinkfüße waren einmal. Jetzt riechen sie nur noch nach Smog. Psst. Rote Pampe. Denkst du, du findest hier was? Nichts Brauchbares hier in dem Schuppen, Alter. So, was haben wir hier? Früher, zur Zeit des Kaiserreiches, war das hier ein Waisenhaus für Kinder, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten. Heutzutage ist es ein Heim für Leute, die von den Händlern in den Bankrott getrieben wurden und jetzt mittellos sind. Ich hätte mich lieber um die Kinder gekümmert. Den Erwachsenen geschieht es recht. Ist ihre eigene Schuld, dass sie bankrott gegangen sind, oder? Warum sie es wohl getan haben, hat sie denn niemand gewarnt? Glücklich in Lektion 3. Quatsch! Glücklich in 3 Lektionen. Von Miyuzaki Goto. Lektion 1. Siehe Lektion 3. Lektion 2. Siehe Lektion 1. Lektion 3. Siehe Lektion 2. Und damit wissen wir alle Bescheid. Warum? Warum habe ich den Vertrag bloß unterschrieben? Diese Frage stelle ich mir Tag für Tag und immer wieder. Meine Frau kann mir einfach nicht verzeihen, wenn man bedenkt, dass man mir immer eingeschärft hat, Nein zu Händlern zu sagen, die mir Sachen verkaufen wollen, die ich nicht brauche. Tja. Vorher überlegen. Oh, ein Buch. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur in Frieden sterben. Ich habe echt alles versucht. Ich habe hart gearbeitet und wäre um ein Haar Händler geworden. Und jetzt habe ich alles verloren. Das ist meine Schuld. Ganz allein meine Schuld. Ist doof, aber. Puh. Oh, Kinder. Überprüfen, also Saku, überprüfen wir zuerst alles noch einmal. Mimi, hast du den Schlüssel? Ja, Saku, ich hab ihn. Toll. Wie sieht's mit dir aus, Ribbon? Hast du die Karte? Ja, Boss. Ich hab die Karte. Okay, hammermäßig. Hiermit erkläre ich Operation kein Spielzeug, aber viele Bücher für eröffnet. Saku, ich glaube, wir sollten uns einen besseren Namen für unsere Operation ausdenken. Ich auch. Wie wär's mit Operation Super Mimi? Ah, nein! Mimi, es ist nicht nur deine Operation, sondern die von uns allen. Deshalb schlage ich vor, Operation Saku und ihre Freunde. Auf gar keinen Fall! Warum sollte unsere Operation nur deinen Namen tragen? Wie wär's mit... Weil es meine Idee war? Und ich habe den Schlüssel von meinem Vater gestohlen. Wenn er das herausfindet, kriege ich mindestens 3 Tage lang keinen Nachtisch. Das heißt, ich bin diejenige, die hier das größte Risiko eingeht. Hört auf den Streiten, ihr zwei.
Ich will einfach nur die Bücher lesen, die in der Bibliothek versteckt sind. Ohne Spielsachen ist es so langweilig. Also, warum nennen wir unsere Operation nicht Operation Bücher verrümmern? Nein! Ihr seid so gemein zu mir. Gleich fange ich an zu weinen. Was machst denn du? Ribbeln. Also jetzt echt, mach bloß kein Theater. Hey, wieso gehen wir nicht in unser Hauptquartier zurück, um den Namen zu wählen? Gute Idee, Mimi. Los, alle zusammen, zurück ins Hauptquartier. Hey, wartet auf mich.